Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Mapperschaft. Ja, wir haben hier angesät, wir haben den Gruber ausprobiert, beziehungsweise ich mit dem Herrn Donald, der sitzt noch neben mir. Jetzt fahren wir zur Farm zurück und ja, ich denke mal, ich will mir dann irgendwas zum Düngen schnappen und der Kai auch. Ja, und dann geht's los mit dem Düngen. Und dann wäre der Acker theoretisch... Ach so, ich könnte auch direkt spritzen, ne? Ja, klar, Unkraut, ne? Ja, das wäre sinnvoll, ne? Ein Arbeitsgang wieder, zack, fertig. Genau, du hast doch zwei so riesen Flattermänner da hinten. Da ist doch eine Dünge und eine spritzt. Wäre doch cool. Richtig, genau. Ja, perfekt. Ja, wie gesagt, wenn ihr schon hier seid, ihr müsst alles ausprobieren, ne? Sonst, genau. Das ist eine gute Erfahrung für euch. Na, das auf jeden Fall. Und hier muss man auch fahren können, ja? Das ist nicht nur mal eben eingestiegen und losgefahren. Nee, nee, nee. Ist aber im Prinzip die Technik, sag ich mal, ist überall die gleiche. Also die Grundtechnik. Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich noch keine Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika. Ich bin ja ausgewandert hierhin. Ja. Habe ich noch nicht festgestellt, ne? Genau. Oh, da kommt hier wieder einer mit Getreide, Alter. Ja, ab und zu verläuft sich mal einer hier, Karl. Ja, ja, ja. So, da steigen wir mal aus. Das ist schon gigantisch. Also allein die Sämaschine, das ist wirklich unglaublich. Kannst dir vorstellen, was ich an Millionen hier investiert habe schon, ne, bei solchen Maschinen? Ja. Allein das, was im Moment hier rumsteht, das ist ja schon Wahnsinn. Ja. Oh. Ach, die fahren zu zweit hier an, okay. Oh. Arbeitsteilung nennt man das, wa? Ja, die werden ein bisschen längere Strecke fahren wahrscheinlich, ne? Ja, ich denke okay. Schon. Ja, dann wo haben wir denn die Dinger? Die stehen doch hinten, die Spinnen. Die stehen hier hinten am Hof. Also hier links quasi, unter den Hallen. Genau, die Spinnen, genau. Die habe ich im Visier gehabt, genau. Ja, da würde ich sagen, wenn Kai einen nimmt, wo ist er denn, der Kai? So, hier. Ich bin mit dem Hund. Wo bist du denn? Ich bin hier bei den Spritzen hier. Hier bei den... Da vorne an der Blechhalle. Genau, wo die Traktoren mit dem Pressen standen und so. Da bin ich. Schätzeleinchen, was ist los? Alles gut. Alles gut. Wirst du noch belästigt? Hallo. Ja, dann halt die ja mal aus, oder? Was? Ich verstehe die immer so schlecht. Wenn man mich belästigt, dann trete ich einmal aus und dann passt das wieder. Ach cool, okay. Kai, die Spritzen sind hier oben. Also hiermit fahren wir jetzt. Kai, ist dir was runtergefallen? Einer macht Dünge. Nee, ich habe bloß geguckt, ich wollte mindestens mal aus einem besseren Blickwinkel betrachten. Und? Position war gut? Was gibt's denn da zu gucken? Bin schon eine gigantische Spritze, ja. Haha, dann schwing dich drauf und zeigt, was er könnt. Oh ja, das passt. Entschuldigung. Ja, dann, ups. Zack. Was habe ich denn hier drin? Ich hab Flüssigdünger. Hier von hinten. Hinten über die Leiter. Von hinten über die Leiter, okay. Oh, Alter. Karl, hast du jetzt die richtige Spritze mitgenommen? Ich habe hier Flüssigdünger drin. Ja, super. Und im Prinzip kann er direkt da einen Spritzen drüber, ne? Unkraut. Ja, das geht. Auch wieder auf die 8? Jawohl. Auf geht's. Mein lieber Scholli, das ist schon gigantisch. Andi, hast du das schon mal gesehen? In Deutschland arbeiten die nicht so. Nee, du auch nicht. Du auch nicht, Junge. Mhm. Bandi, Anton, was ist los hier? Ihr habt das erkannt. Die Sprachaktivierung ist auch Gold wert. Alles gut, Donald. Ich gehe jetzt erstmal bei dir hier ein Bier trinken in der Küche und dann komm ich nachher noch runter. Aber Bandi, lass dir noch eins gesagt sein. Vielen Dank für eure Hilfe. Ja, du weißt, kannst auf mich immer zählen. Ach, kein Thema. Und ich hätte die beiden auch nicht gefragt, wenn die mal taugen würden. Ah, schon klasse, dass ihr einspringt, muss man ehrlich sagen. Ja, wir haben auch mal wirklich wieder mal Zeit gehabt und so. Wir sind bei uns eigentlich so mit euch. Ein, zwei sind bei uns geblieben. Die wollten da, die passen ein bisschen auf alles und so lange sind wir ja auch nicht bei dir. Ja, aber ich überlege, ob ich echt mal kurz mit nach Deutschland komme. Wenn du kurz mit nach Deutschland kommst, hast du doch schon wieder was vor. Bei euch mit einsteigen. Warte Kai, ich muss zuerst, ich hab einen Dünger. Aber ich muss Pflanzenschutz zuerst.
Bandi, du weißt ja, das Geld. Ach so, muss stimmt, weg. Ja. Okay, ja. Dann machst du zuerst. Und du hast eigentlich zu viel davon. Ja, ich muss es schon im Keller immer schippen, damit es nicht schimmelt. Ja, nee, also wie gesagt, du kannst gerne mit zu uns kommen. Vielleicht kriegst du hier eingekauft bei den beiden. Ja, wir haben schon Gespräche geführt. Ja, wir haben da ganz gut was laufen. Aber diesmal, ich organisiere ein Privatjet. Ja. Dann kommen wir besser schön gemütlich nach Deutschland, nicht nur mit so vielen Leuten. Ja, das wäre natürlich total geil. Ja, aber Business Class. Ja, weißt du, was richtig geil wäre? Wir fliegen alle Privatjet und die beiden zweite Klasse Jumbo. Bunny, ja? Deine Sprachaktivierung ist an. Oh, oh. Also wir, oh. Wenn einer hier mit dem Privatjet fliegt, dann sind wir das. Ach, ich glaube nicht. Donald, fliegt hier mit Privatjet? Ja, der die Musik bestellt, bezahlt sie und der fliegt natürlich auch damit. Richtig. So sehe ich das auch, Donald. Also ihr beide nicht. Ja doch. 100 Pro. Aber Herrn Donald, Sie haben ein richtig schönes Haus hier. Kai, ich finde, wir hatten die Lösung zum Herfliegen, die war sehr gut von der Airline. Hierher. Kompakt, sicher, schnell, ne? Ja. War eine gute Lösung. Gut verstaut waren sie auch, die Jungs. Im Gepäckraum, das war optimal, das lang dicke. Sondern gar nicht so große Töne spucken. Gut verschnürt waren wir ja. Siehst du? Konnte nichts passieren, wunderbar. Was wollt ihr noch mehr? Seid ihr als Paket hier rüber geflogen, oder was? Ja, das sind zwei so eine totalen Ich-Menschen wieder gewesen. Ich? Erste Klasse und der Rest alles Kofferraum. Gepäck. Das nennt sich Cargo-Klasse. Ja, Cargo-Klasse, das lernt ihr auch kennen auf dem Rückflug. Ich trinke heute Abend mit Donald einen am Tisch und dann werde ich das mit ihm abquatschen. Kai? Ja? Kann man das schon wieder vergessen mit unserem Kohleabschöpfen? Jetzt hat er doch wieder rausgeplaudert, dass die Cargo-Klasse geflogen sind. Unglaublich. Stell mal vor, das sind 7-mal die Preise von der, ne? Wir haben extra gesagt, die sollen es nicht sagen, ne? Siehst du? Ja. Und jetzt können wir die Kacke schon wieder vergessen. Das ist unglaublich. Hier kannst du auch kein müde Euro nebenbei wegzappeln. Ich weiß nicht. Unglaublich. Oh Donald, ein richtig schönes Haus hier. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir mal so nebenbei noch gebaut hier. Oder bauen lassen, besser gesagt, weil wir machen uns ja die Finger. Oh, sorry, ich komm. Ups. Am schönsten hier oben hier, das ist ja. Ja, es ist meine kleine Stube hier. Komme ich hoch, wenn ich arbeite und nachdenke und die Moneys zähle, ne? Dass alles so passt, wie ich es mir vorstelle. Ja. Aber kann das sein, dass ihr Waschweiber nichts zu arbeiten habt, oder was? Also wir haben genug zu arbeiten. Ich habe hier erstmal genug zu erzählen aus dem Schlag aus Jugend. Wir haben uns über 10 Jahre nicht mehr gesehen. Ja. Und zu lästern und zu machen und zu tun. Und ich werde auch das klären, dass ihr beide zweite Klasse fliegt. Meine Herren, noch sind wir die Chefs in Deutschland. Ja, kannst du ja in Deutschland... Ja, in Deutschland. Deutschland, aber wir sind in der USA. Naja, eure Gehälter bezahlen wir trotzdem weiter. Oder? Ja, haben wir unsere Flugticket schon. Genau. Ja, das macht ja nichts. Ich fliege im Privatjet, ihr Pfeifen. Ja. Theoretisch, aber ohne Mist jetzt, Kai, theoretisch könnten wir doch heute Nacht schon wieder zurückfliegen, oder? Natürlich ja, die können wir ja einfach alle hier lassen. Der Scheiß ist nur, dass wir halt eben dann selber arbeiten müssen, ja, das ist ein Problem. Ja. Verkaufen wir den ganzen Bums und dann passt das. Und wisst ihr was? Hier geht's uns gut. Ja. Das glaube ich nicht. EOV, glaube ich, die kümmert sich billig um einen. Ja. Die hat uns sogar schon schöne Schnitzel gekocht hier. Wunderbar. Gekochte Schnitzel sind eklig. Schönes Anblick. Genau, brauchen wir nicht. Ja, EOV, brat die mal. Für Anton, da reicht, wenn du aus dem Schweinetruch rausholst. Bandi, was verdient ihr denn so beim König? Ach, das willst du nicht wissen. Nee, das möchte ich nicht wissen. Das wie als klingt ziemlich unterbezahlt. Ja. Donald, lass dir nichts erzählen. Die haben kostlosivfrei. Wir haben ein komplettes Haus für die gebaut. Die ganze Mannschaft kostlosivfrei. Über 4000 Euro im Monat hat jeder brutto. Also, mehr geht ja nur wirklich nicht. Aber wir haben sie da so eine alte Bruchhütte. Ich habe ja den Schweinehof bei denen, ne?
Aha. Da haben sie mir so eine hammeralte Bruchhütte hingestellt, weißt du, und den Schweinestall rum, ringsrum gebaut. Das also, stimmt. Wir müssen das so machen, wenn ich mit nach Deutschland komme, dann gucke ich mir jeden Hof an oder jedes Haus von euch, wie ihr da wohnt, weiß ja jetzt nicht. Und dann buttern wir da mal ein bisschen Geld rein, dass ihr da auch mal einen vernünftigen Lebensstandard kriegt. So geht das ja nicht. Ja, ne, sicherlich. Das wäre ja schon. Sondern die leben jetzt schon wie Könige, also mehr geht aber, gar nicht. Aber ja, 4.000 Euro brutto fährt bei Kaiser mir gar Könige. Keiner vom Hof hier, Karl. Ja, du, Amerika ist ja auch teurer wie hier bei uns. Ah, ich zahle euch das Doppelte, Leute. Das ist gar kein Problem. Wie gesagt, Geld, keine Rolle. Also Donald, ich bleib hier. Ich auch. Ihr ich fahrt wieder mit nach Hause. Auch nicht umgehen. Siehst du? Ja, irgendjemand hat es erkannt. Eowyn, was ist passiert? Außer dieser kleine Macke am Drescher von vorhin? Ich petz ja nicht gern, aber ich bin ja eben mal so hinterhergefahren. Guck dir die Maschinen hinterher einfach an, da ist alles krumm und schief. Das gibt's ja. Bei uns? Jetzt? Nee, bei den beiden Spitzeln. Donald, siehst du jetzt? Ach, von den Übermut. Spitzeln. Übermut, ach, so, ja, Übermut, Übermut. Ja. Auch, guck dir mal deine Saatmaschinen an. Also Übermut tut selten gut, ne? Richtig. Ja, guck dir mal die Saatmaschinen an von den beiden. Ich werde mal runter ans Feld fahren. Oder stehen die schon, die, haben die hier hochgebracht, die Saatmaschinen? Hier hinten bei der einen Ausfahrt. Die stehen schon am Hof, Donald. Ich guck mir das mal an hier, was die da fahren. Also meine war tipptopp, wie ich sie verlassen habe. Wir haben sie sogar genau angesehen, die Technik überall geguckt und alles. Das war top. Kai? Ich glaube, die Herrschaften, denen geht wirklich zu gut hier. Denen geht es definitiv auch bei uns zu Hause zu gut. Das stimmt, da muss man unbedingt was ändern. Donald? Gott sei Dank ist der Fröhlich nicht noch hier. Dann können wir ganz was einpacken. Dann wäre es ja ganz schön lustig, ja. Ja, dann wäre es lustig. Dann wäre drum mit lustig, ja. Ist das normal, dass sie diese Schläuche hier abbüßen? Na, eigentlich nicht. Also wer ist damit gefahren? Also. Oh, mehr Reparaturkosten, wie es einbringt, hä? Kai, geh mal auf eine andere Frequenz. Die ziehen uns durch den Kakao hier. Na toll, sieht das nicht aus. Nee, Schatz, da gebe ich dir recht. Also... Da arbeiten unsere Leute effektiver und ohne was kaputt zu machen. Ja, tut mir leid, Donald. Ach, Donald, das ist halt eben das Problem, wenn wir die Arbeit nicht selber fertig gemacht haben. Dann fahren andere Leute mit Maschinen und schon sind sie kaputt. Ja, wie gesagt, ist ärgerlich, aber Geld ist kein Problem. Das hören wir in Deutschland auch immer. Immer wenn die fahren, waren wir das, die vom Feld runterholen. Wir waren es, die kaputt gemacht haben. Dann sollten sie lieber Schreibtischtäter bleiben, das ist besser. Ja, manchmal ist es wirklich so. Ja. Also ich komme auf jeden Fall mit Kai, nach Deutschland. Kai, den kannst du ja immer noch nehmen. Der lernt ja immer noch dazu. Aber hier, Karl, manchmal, also echt. Ja, aber am Schreibtisch können die aber auch nichts. Ja, Karl ist der Oberhäuptling bei euch, ne? Ja, letztens war hier Versicherungsfritze da. Alter, die mussten... Oha. Weißt du noch, Bandi? Ja. Oder da war? Oh, ja. Da gab's so viel Reklamation und alles. Oh Gott. Herrschaften, wisst ihr, woran das gelegen hat? Die Versicherung hat sich beschwert, weil ihr die ganzen Container aufeinander gestellt habt auf dem Hof. Ja, aber wer war doppelt das und dreifach. Ja, ich bestimmt nicht. Ich habe einen Schlag gekriegt. Ja. Unglaublich. So sieht nämlich aus, Donald. Wir werden immer durch den Kakao gezogen. Wir müssen gerade stehen für die Murks, die Herrschaften da angestellt haben. Weißt du, wer da dran schuld war, dass die Container da draußen so übereinander standen? Anton. Weil Anton euch gesagt hat, das wird so hingestellt. Siehst du? Schon haben wir wieder, entschuldigen. Von wegen. Oh, ja. Also ich komme auf jeden Fall mit nach Deutschland und gucke, genau, ob ihr da... Genau, guck dir das einfach mal an, Donald. Und dann... Genau, das ist richtig. Komm nach Deutschland, dann schaust du dem Haufen mal eine Woche zu. Ja, ich sag dir... Dann bist du auch grau. Aber... Ganz grau. Wir haben zwar für unsere Verhältnisse große Maschinen, aber das ist die Hälfte von, noch nicht mal die Hälfte von deinen. Das ist nicht schlimm. Sehe. Aber wenn man viel kaputt fährt, muss man viel bezahlen. Und das ist alles bares Geld, Leute. Da müssen wir dran arbeiten. Richtig. Ich bin gerne bereit, euch da zu helfen in Deutschland. Das werden wir auch machen. Ja, ich habe ja, wie gesagt, mit eurem Chef schon gesprochen. Donald? Anton, du kannst doch du zu mir sagen. Ich biete dir das du an. Ich gebe dir meine Telefonnummer hier, dann kannst du eine Konferenz mit dem Herrn. Ja, wir gucken mal. Wir fliegen ja wahrscheinlich sowieso alle zusammen zurück, habe ich eben so vernommen.
Ruf mal den unseren anderen Vorarbeiter an. Dann wirst du mal. Ich mach mal eben eine Live-Konferenz. Warte mal. Welchen Vorarbeiter willst du denn anrufen? Donald, sag mal, bist du auch noch grüne Bearbeitung machen heute oder bevor wir wegfliegen? Ich bin jetzt ja, nicht vor Ort. Ich ruf mal den Petersilie an. Was ist denn das für ein Kauderwelsch hier in dem Funk? Kein Tumor, die Frequenz wechseln. Das ist ja anormal hier. Fallen dir die Ohren ab. Petersilie? Also ich bin durch. Wie weit bist du? Ich muss einmal zurück. Ich hab die Wagen mit zurückfahren? Jojo. Genau. Was die herziehen über uns, ist unglaublich. Also, zu Hause werde ich sie aufhängen an Schuhen. Ja, ja. Zu Hause sind sie wieder ganz kleinlaut, ne? Gell? Da kriegen sie nichts mehr gebacken. Das ist wieder typisch. Unglaublich. Also, ne. Wir müssen zusehen, dass wir dem Donald die ganzen Scheiß da in Deutschland unter die Schuhe schieben und dann machen wir uns ab vom Dampfer. Oder? Ja. Würde ich sagen. So, meine lieben Freunde, am Feldrand angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ein Abo wäre schick. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kein Problem, ihr wisst Bescheid. Unter dem Video steht alles, was ihr braucht. Und bei Facebook sind wir auch. Und denkt dran, Mittwochs Livestream. 20 Uhr, einschalten. Tschüss. Komm, Männers.